was wir vorher haben, am Anfang natürlich Januar bis Ende Februar, aber danke, dass außerhalb des Projekts Besuch ist. Sag mal, vor Februar bin ich der vermisst im Konzept. Ich habe Probleme unter den Jugendlichen, glaube ich, dass dieser Sport die Verbindung herstellen kann, indem man gemeinsam etwas erreicht, wenn man die ersten Spiele gegen andere Mannschaften hat, auch den ersten Ehrgeiz gewinnt. Und von der Seite glaube ich, dass es rundum passt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen der Bündnispartner, Herr Hofer-Zienkel-Stiftung und unseren Kollegen, grüße Sie ganz herzlich zum Start unserer Kickwinkel-Aktion. So geht es besser vielleicht. Das Projekt startet ja am 2. März. Wir haben schon eine Testphase hinter uns, weil wir wissen wollten, ob das auch funktioniert, was wir vorhaben. Das heißt, wir haben von Januar bis Ende Februar eine Testphase durchgeführt, mit Unterstützung von Herrn Novacek und Walter Rudolf, dem Projektleiter, und Wolf Berger, unserem Projektkoordinator von den Düsseldorfer Jungs. Die Flüchtlingskinder ohne Begleitung zwischen 13 und 17 Jahren wollen wir über die Sprache und Bildung hinaus durch den Sport integrieren. Wir haben am Anfang natürlich auch gedacht, klappt das? Ethnische Probleme, verschiedene Nationalitäten, aber wie Herr Novacek uns bestätigt hat, klappt das wunderbar mit den Nationalitäten. Die Jungs sind hellauf begeistert und sind durch diese Zusammenkünfte der Jugendlichen, die also nicht nur Tugenden lernen, Disziplin lernen oder aber auch aus dem Ich, das wir machen können. Und darauf sind wir sehr stolz. Wir möchten an dieser Stelle auch nochmal danken, dass ARAG und ERGO hat uns ein Auto gestiftet für die Begleiter und für die Trainer. Und die ARAG stiftet den Parkplatz dazu, das nochmal besonders hervorzuheben, außerhalb des Projekts, Volumens von 160.000 Euro. Und ich darf an dieser Stelle abstehen. Ich bin so eine Art Headcoach dann noch, der auch immer für das Grobe dann zuständig ist. Trainern zusammengetan. Wir haben auch bewusst auf einen Dolmetscher verzichtet. Und das war natürlich auch eine zusätzliche Herausforderung, weil wir sprechen deren Sprache nicht, die unsere nicht. Es gibt auch ganz, ganz viele, die verstehen weder Englisch noch Deutsch. Aber gerade der Fußballsport kann auch bildlich rübergebracht werden, indem man nicht Bilder zeigt, sondern Dinge vormacht und nachmachen lässt, dabei weiter in Deutsch spricht. Und wir haben in diesen 6 Wochen, habe ich mir gesagt, da sind einige Kinder darunter, die schon recht gut, sag ich mal, Fußballsprache Deutsch sprechen. Ja. Auch wir unterhalten uns ansonsten nach Möglichkeit nur geschuldet vorausgehen und anschließend ein Gefühl entwickeln, dass wir letztendlich in dieser Mannschaft jetzt schauen, welchen Stellenwert habe ich denn. Bin ich der Torverhinderer, bin ich der Vermittler zwischen Mittelfeld und Angriff oder bin ich derjenige, der vorne, ich sag mal, drauf losstürmt und die Tore schießt? Dieses Spielverständnis heißt auch, dass wir in das Thema des Wirs kommen. Dass wenn wir ethnische Probleme haben unter den Jugendlichen, glaube ich, dass dieser Sport die Verbindung herstellen kann, indem man gemeinsam etwas erreicht und wenn man die ersten Spiele gegen andere Mannschaften hat, auch den ersten Ehrgeiz entwickelt. Und von der Seite glaube ich, dass es rundum passt im Konzept. Und ich bin noch dankbarer, dass wir nicht immer wieder ein kleines Fensterchen irgendwo haben, das machen wir mal und das, sondern dass wir ein Projekt haben, das erstmal auf 3 Jahre ausgerichtet ist, ohne zu wissen, welche Flüchtlingsströme uns noch erwarten und wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wir noch brauchen. Wir stehen hier auf dem Sportplatz der Argon 08 in Düsseldorf und ich spreche eben hier mit der Frau Heike Pogalas von der ERGO.
Was meinen Sie, mit welcher Intention geht Ihre Instanz, die Sie eben hier vertreten, in dieses Projekt hinein? Also ich vertrete ja hier ein Unternehmen aus mehreren Bündnispartnern, die Ergo-Versicherungsgruppe, wir haben ja sonst noch die ARAG, wir haben noch die Henkel-Stiftung dabei und Kunst und Kollegen, und wir haben uns nach dem Sturm Ela 2014 zusammengetan, weil die Stadt Hilfe brauchte bei der Wiederaufforstung, und wir gesagt haben, der Solidargedanke zählt eigentlich. Da können mehrere zusammen mehr machen als nur einer. Und deswegen haben wir dieses Bündnis Blickwinkel ELA gegründet und haben dort hier in Düsseldorf an verschiedenen Standorten schon Wiederaufforstungsprojekte unterstützt. Und wir haben dann, als das Thema Flüchtlinge aufkam und das auch wieder eine hohe Belastung für die Stadt Düsseldorf war, gesagt, wir würden auch gerne im humanitären Bereich etwas machen. Wir würden gerne dort auch unterstützen, und so kam die Idee des Projektes Kickwinkel zustande, letztlich als Beitrag zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen. Das heißt, jetzt dieses konkrete Projekt, welches bezogen ist auf Fußball, auf Sport, hat sich aber entwickelt aus einem Vorgängerprojekt. Letztlich schon, genau. Wir sind ursprünglich zusammengekommen, weil wir gesagt haben, nach dem Sturm Ela wollen wir für die Wiederaufforstung etwas machen. Die Stadt muss wieder das Bild bekommen, die Gartenstadt Düsseldorf muss wieder Gartenstadt werden. Und so ist die Idee entstanden, als Unternehmen, die hier ansässig sind in Düsseldorf, fest verwurzelt sind seit Jahrzehnten, dann auch einen Beitrag zu leisten. Wie sehen Sie denn jetzt hier den Aspekt der Nachhaltigkeit in dem Projekt? Was passiert, wenn eben der Zustrom der Flüchtlinge zunimmt? Also dieses Projekt Kickwinkel startet ja jetzt zum 2. März offiziell und ist ausgelegt auf 3 Jahre. Das ist allen Bündnispartnern wichtig gewesen, weil wir gesagt haben, wir möchten auch langfristig Erfahrung machen in diesem Projekt, und wir möchten auch den Teilnehmern, also den Jugendlichen an diesem Projekt, eine langfristige Perspektive bieten. Deswegen ist der Aspekt der Nachhaltigkeit in diesen Projekten immer ganz wichtig, auch wenn man zum Beginn solcher Projekte nie 100% sagen kann, in welche Richtung sich das dann entwickelt. Von der Nachhaltigkeit gesprochen, insbesondere was die Perspektive eben der einzelnen Flüchtlinge angeht. Welche Maßnahmen und Methoden schlagen Sie denn als Projektleiter des Projektes vor? Ja, zunächst mal bin ich natürlich zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Aber grundsätzlich haben wir den Verein Argon 08, der auch noch 3 Buchstaben davor stehen hat. Das ist DJK, ist ein christlicher Verein, eine christliche Gründung aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Deutsche Jugendkraft. Ist ein starker Partner in jeder Beziehung. Wir sprechen da über 1100 Vereine in der Bundesrepublik Deutschland. Und da gilt es jetzt drauf aufzubauen. In Schritten, die vertretbar sind natürlich, aber mit 25 Jugendlichen können wir nur den Anfang machen, hier in Düsseldorf. Quasi Düsseldorf zeigt den Weg, das wäre mein persönlicher Wunsch. Das heißt, Sie denken nicht nur in kleinen Kategorien, sondern Sie denken schon auch etwas weiter. Sie denken nicht nur auf Düsseldorf bezogen, sondern auch bundesweit. Sie denken auch schon daran, insgesamt auch breiter zu agieren, auch in verschiedene gesellschaftliche Schichten hinein. Sie denken eben bundesweit. Unbedingt, da müssen wir in die Richtung müssen wir hin. Aber auch Deutschland ist vergleichbar klein, denn wir haben ja hier mit einer europäischen Aufgabe zu kämpfen. Da ist mir selbst Deutschland zu klein für. Aber auch hier kann nur gelten, Düsseldorf zeigt den Weg, Deutschland folgt, und die anderen Länder werden sehen, wie es hier läuft bei uns.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in einem oder ja oder noch schneller, dass wir 20.000, 30.000 Jugendliche in so eine Sportmaßnahme integrieren können. Mit starken Partnern. Wie zum Beispiel die DJK-Vereine. Ja, das heißt, Sie sehen sich da nicht nur als Initialzünder, sondern eben auch als jemand oder als eine Instanz, die eben über längeren Zeitraum hinweg eben dieses Projekt bzw. diesen Problemkreis bearbeitet, betreut und weiterführt und schlussendlich auch auf europäischer Ebene löst. Das ist der Ansatz. Das wäre der Anspruch, mit dem wir hier angetreten sind. Und ich glaube, da kann jeder mitmachen, der will. Gut, gut. Germany gut. Ja, Jungs, wo ist Handy? Handy! Telefon. Telefon. Patrick hat noch! Handy! Handy, Handy, Handy! Handy! Ja,